brauchst du nicht so viel Angst haben, wenn du mal auf die Autobahn fährst, was passiert, wenn die dich nicht reinlassen. Weil du hast genug Power. Du kannst entweder Gas geben und vor die reinfahren, dann musst du halt 90 oder 100 fahren. Oder du sagst, nee, ist mir alles zu stressig, dann nimmst du halt Gas ein bisschen zurück und gehst hinter den rein. Langsamer machen. Aber es geht um das Prinzip, dass du genau merkst, wo der dritte Gang ist, weil er nämlich halt einfach in der Mitte ist. Ja. So. Wenn du auf die großen gelben Schilder rechts guckst, siehst du, wie viele Pfeile nach links gehen. Also genau. Kann ich hier, ja. Yep. Schmeiß einfach einen Blinker an. Das ist auch egal, ob du durch Hamburg, Stuttgart oder Bremen fährst. Mhm. Immer wenn du auf diese großen gelben Schilder guckst, dann weißt du, wie viele Straßen nach links gehen. Mhm. Weil manchmal fährt man dann ja nach Navi, wenn man bei eBay Kleinanzeigen noch was abholen will oder so. Und, ja. Und dann weißt du nie, okay, geht es jetzt mit zwei Spuren nach rechts oder zwei nach links oder so. Wenn du aber auf die großen gelben Schilder guckst, dann steht das da immer drauf. Und dann kannst du nachher dir sicher sein, dass du in Ruhe auf der rechten Spur bleiben kannst. Okay. Große gelbe Schilder. Auf jeden Fall. Lass die Kupplung ruhig los und mach einfach eine schöne, große, entspannte Kurve, sodass du dich wohlfühlst. Mehr nicht. Ja. Genau, bleib ruhig hier ein bisschen außen, hier hast du noch Platz. Genau. Wenn du jetzt beschleunigst, erstmal so, wie du dich wohlfühlst. Mehr machen. Genau. Jetzt locker auch in den dritten Gang. Genau. Und jetzt schalte auch nicht vorher, sondern zieh den dritten Gang erstmal. Du kannst den auch bis 80, bis 90, bis 100 ziehen. Du brauchst dabei nicht schalten. Das ist erstmal wichtig, dass du das überhaupt weißt, dass das geht. Weil oft denkt man ja so, oh nein, der dritte Gang ist eh zu Ende, ich muss auch gleich schalten. Musst du nicht. Der kann auch 120, der dritte Gang. Wir fahren gleich auf die A2 Richtung Oberhausen. Siehst du, wo das ist? Ja. Ja. Okay. Dann schau mal. Wenn du rechtzeitig siehst, wo das lang geht, dann schmeißt du einfach einen Blinker an. Genau. So. Nimm Gas ein bisschen zurück, wenn dich das stresst. So, guck mal kurz in den Innenspiegel. Da ist alles safe. Dann gehst du locker hier rüber. Genau. Bleib jetzt aber am Gas. So für diese Spur. Weißt du, wie schnell man noch diese Auf- und Ausfahrten nimmt? Ungefähr? Ja, 50 und dritte Gang. Das heißt, guck mal, wo Oberhausen ist. Check nochmal die Spiegel. Gut. Jetzt brauchst du nichts mehr machen. Außer ein bisschen wieder runter zu bremsen auf ungefähr 50. Und du bist ja im dritten Gang. Also kannst du einfach so in die Kurve gehen. Noch ein bisschen Gas geben. Und dann kannst du immer schauen, ob du die Kurve hier mit 40 nimmst oder mit 60. Aber 50. Genau. Aber 50 ist so wie so eine gute Mischung auf der Party, weißt du? Da ist nicht zu stark und nicht zu schwach. Okay. Das ist okay, da kannst du mit arbeiten. Und wenn du Stärke haben willst, kannst du immer noch Gas geben. Ja. So, schön locker rum. Genau. Jetzt gleich ist wichtig, dass du nicht schaltest, sondern erstmal nur ganz normal ein bisschen Gas gibst. Aber so angepasst. Blink mal links, dass alle checken, was du willst. Jetzt gibst du nur ein bisschen Gas. Guck, was der macht und ein bisschen Gas gibst. Ja klar, auf so einer Seite. Genau. Jetzt gibst du ein bisschen Gas. Immer noch nicht schalten. Erstmal ein bisschen mehr Gas geben, weil wir immer noch nicht auf der Bahn sind. Wir müssen nochmal wechseln. Guck mal, Spiegel wieder. Genau. Bleib am Gas. Ist alles cool, der sieht dich. Bleib am Gas. Das Wichtigste ist, dass du nicht langsamer wirst. Also, dass du nicht bremst und dann drauf gehst. Weil jetzt kannst du noch ein bisschen Gas geben. Und guck mal, dann kannst du den vierten Gang direkt überspringen. Kannst du gleich sofort in den fünften Gang gehen. Oder in den sechsten, was dir lieber ist. Mach mal einfach so Kupplung. In Ruhe rollen dann auch. Wenn du jetzt rollst, hast du Zeit ohne Ende. Mach mal. Kupplung drücken, rollen lassen. Cool. Und wieder ein bisschen Gas geben. Sodass du dich ungefähr so zwischen den LKWs hier erstmal einpendelst. Was macht dein Herz? Geht? Ist noch okay, ja. Okay, gut. Guck mal links in den Spiegel. Cool.
wenn du seine Geschwindigkeit fährst, guck mal, wir fahren ja schon so 80, 85, die meisten LKWs fahren irgendwie 90, keine Ahnung, wie die das machen, oder 100, aber die sollten eigentlich nur 80 fahren. Ja. Naja. So, bleib ein bisschen am Gas, bleib erstmal an ihm dran. Erstmal ein bisschen mehr Gas geben, dass er den nicht mehr abhaut. Zieh nochmal ein bisschen mehr an. Genau. Ich zeig dir mal kurz was, nicht erschrecken. Selbst wenn du Vollgas gibst, passiert nicht viel. Nimm Gas ruhig wieder zurück. Okay. Ich wollte dir nur zeigen, ja, da kannst du erstmal nicht so viel, da passiert nicht so viel. Okay. Wenn du jetzt sagst, okay, ich könnte darüber nachdenken, eventuell zu überholen, ne? Ja. Ist das anders als in der Stadt? Das ist nicht so, oh, da ist eine Lücke, Blinker rein, sondern du blinkst erstmal. Ja. Blink mal ruhig. Und jetzt gibst du ein bisschen Gas, dass du erstmal näher wieder an ihn dran kommst. Genau, und dann beobachte das Ganze gut. Bleib aber am Gas. Du musst ein bisschen mehr Gas geben, weil sonst kommt er auf komische Ideen, der LKW. Siehst du das? So, du bist auf jeden Fall schneller. Also kannst du ruhig einen Seitenblick machen, genau. Gehst du locker rüber. Korrekt. Blinker wieder aus. Fertig. Und manchmal dauert dieser Prozess von der einen Spur auf die andere zu kommen 2 Minuten. Dann blinkst du halt 2 Minuten. Okay. Also es ist aber nicht so, dass du blinkst und rausfährst. Ja. Weil du musst den anderen ja auch eine Chance geben, dich reinzulassen. Und wenn du nicht blinkst, wissen die gar nicht, dass du hier rüber willst. Also vielleicht will der LKW hier ja überholen, das wirst du aber nie erfahren, wenn der nicht blinkt. Ja. Kann ich. Ja, bleib erstmal am Gas. Bleib erstmal an ihm dran. Drück euch noch ein bisschen drauf. Gut, dass du diese Angst hast. Es ist besser, du hast die Angst, als wenn du, wie manche, die Angst dich hast. Ja. Die fahren dann so Stoßstange an Stoßstange und dann... Nee, das ist nicht so cool. Nee, das ist nicht so cool. Also dieser Abstand hier ist völlig in Ordnung. Weißt du, wie viel Abstand man haben muss eigentlich? Waren das nicht 3 Autos? Ja, das ist in der Stadt, das ist in der Stadt. Guck mal, jetzt zieht er ein bisschen ab. Bleib mal dran, noch ein bisschen mehr Gas. Halber Tacho. Das heißt, wenn du jetzt ungefähr 100 fährst, brauchst du 50 Meter Abstand. Okay. Und diese Pfosten hier rechts, die sind ja 50 Meter auseinander. Also weißt du ungefähr, wenn du so Pfosten und Pfosten Abstand hast, dass das locker passt. Genau, das ist cool. Na, wie sieht es hinter dir aus? Oh, nimm lieber den. Ist entspannter. Ja, auf der linken Seite kommen noch ganz schön viele Autos, ne? Ja. Sonst hätte ich gesagt, kann man wirklich darüber nachdenken, dass man mal links rüber geht. Aber dadurch, dass da noch so viele rumfahren, man bleibt erstmal locker hier. Ja. So. Bleib ein bisschen am Gas, wenn du links rüber willst, ne? Weil man guckt, sieht ja schon, du guckst halt mal so rüber, du liebäugelst damit. Dann blink einfach mal links und guck, was passiert. Genau. So, der weiße Audi sieht dich, der hat da keinen Bock drauf, der gibt Gas. Der nächste sieht dich auch, will dich auch nicht reinlassen, der gibt auch Gas, siehst du das? Ja. Der ist schnell. Ja. Genau. Blink so lange, bis du siehst, jetzt ist genug Platz und du kannst überholen. Bis du das wirklich siehst und sicher bist. Vorher geht er nicht rüber. Ja. Bleib schön am Gas, verliere ihn nicht. Das ist schwierig, du musst doppelt beobachten. Ja. Du musst da und da gucken. Guck mal, was der vor dir jetzt macht. Dann blinke aus. Aktion abbrechen und jetzt kannst du überholen. Das würde in der Prüfung reichen, dass der Prüfer gesehen hat, du hast die Mühe gegeben, du hast geblinkt, es war nicht möglich. Prüfung bestanden, alles cool. Weil du das probiert hast. Wenn du nichts machst, einfach so hinter dem LKW bleibst, dann sagt der Mensch, Greta, was läuft? So, ja, okay. Ne? Also so? Hier gab es keine Geschwindigkeit. Keine Begrenzung, nein. Wenn du Bock hast, können wir auch 200 fahren. Ich halte nicht. Aber nein. Nein. Korrekt. Wenn du magst, kannst du mal den 6. Gang gehen. Kannst du einfach Kupplung drücken, rollen lassen und dann irgendwo nach unten rechts schalten. Aber auch da lass dir Zeit. Also Gas wegnehmen in Ruhe. Und dann roll erstmal beim Schalten. Genau. Kraftstoff sparen. So, guck mal, der hinter dir. Siehst du, wie weit der jetzt seine Spur gewechselt hat und überholt? Also der war weit hinter dir, bis der gesagt hat, okay, komm, da wollte ich gleich mal überholen. Guck mal, da rechts kommen jetzt immer so ein paar Autos. Siehst du das? Einfach nur beobachten. Du
musst nichts besonders machen, du musst nicht wechseln, gar nichts, du musst das nur beobachten. Genau. Wichtig ist, selbst wenn die jetzt blinken, nicht, dass du dich erschreckst und links rüberziehst, weil da sind die anderen. Ja. Aber so ist cool. Wie ist so Autobahn so? Also, es ist eigentlich ganz okay, ich hatte schon mal vorgestellt. Das ist cool. Das ist cool. Die Deeskalation ist so ein bisschen mein Job, weißt du? Ja, weil wenn du nicht weißt, was passiert, dann ist man immer ein bisschen. Ja. Denkt so, und wenn das passiert und wenn das passiert, wie soll ich das alles regeln? Ja, genau. Dadurch, dass du das jetzt gerade zum Beispiel mit dem dritten Gang gemerkt hast und gesehen hast, was man mit dem dritten Gang machen kann, brauchst du nicht so viel Angst haben, wenn du mal auf die Autobahn fährst, was passiert, wenn die dich nicht reinlassen. Weil du hast genug Power. Du kannst entweder Gas geben und vor die reinfahren, dann musst du halt 90 oder 100 fahren. Oder du sagst, nee, ist mir alles zu stressig, dann nimmst du halt Gas ein bisschen zurück und gehst hinter denen rein. Aber du hast mit dem dritten Gang gute Möglichkeiten, du kannst ja viel machen. Guck mal, wenn man jetzt hier rausfährt, fährt man so nach Datteln und Kastrop und so, ne? Ja. Wir fahren noch eine weiter und da fahren wir dann von der Autobahn runter. Also so Recklinghausen-Ost ist das, glaube ich. Da fahren wir runter. Und bei dem Wetter Bock Gas geben nicht so, ey. Nee. Da hast du keinen Grip. So, guck mal, was steht da auf dem Schild? 120. Oh, ich fahre 120. Das ist gut. 6 bis 19. Genau. Das heißt, fallen wir genau rein. Wenn es jetzt 20 Uhr wäre, ja. Was wäre dann? Ja, dann dürfte ich so schnell fahren. Nicht. Genau. Du kannst einfach weiter durchziehen. Ich vermute mal, dass hier, weil hier Leute wohnen, irgendwo hinter der Autobahn, wollen die halt nicht, dass um 22 Uhr hier. Also, nee, Quatsch. Da wollen die nicht, dass die mittags hier so durchballern. Ist auch komisch, ne? Mittags. Ja, ich hätte mir gedacht, ich hätte ja gedacht, abends so, dass man abends das wegmacht. Keine Ahnung. wegen der Baustelle da vorne. Weil tagsüber ist so viel Verkehr hier, weil die nicht wollen, dass alle so mit so viel Gas in die Baustelle ballern. Deswegen. Guck mal. Wir fahren ja die ganze Zeit jetzt hier auf der mittleren Spur, ne? Ja. Überholen, genau. Wenn ich nicht überholen würde, dann müsste ich auf den. Dann ist das ganz wichtig, dass du wieder rechts rüber gehst. Ja, ja. Ne? Und wenn der LKW jetzt nicht hier wäre, müssten wir rechts rüber. Ja. So. Das heißt zum Beispiel, du kannst jetzt mal rechts blinken. Wenn du den LKW von vorne in den Spiegel siehst, dann gehen wir rechts rüber zum Seitenblick. Genau. Dann blinkt er wieder aus. So kannst du dich immer vergewissern, dass der auf jeden Fall hinter dir ist. Weil manchmal hast du so Knalltüten da, die geben auf einmal Gas, wenn du die überholst. Aber das ist mir letzte Stunde mit Jan passiert. Ja, das ist übel. Du kannst dich dagegen halt absichern, indem du das hier kontrollierst. Ja. So, in Recklinghausen-Ost verlassen wir die Autobahn. Der Prüfer sagt das auch immer rechtzeitig. Guck mal, jetzt hast du noch einen Kilometer Zeit. Ja. Du könntest jetzt, selbst wenn du, ich sag mal, in der Position von dem weißen Auto jetzt hier wärst, hättest du immer noch einen Kilometer Zeit, hier rechts rüber zu kommen. Das klappt. Du musst dich da nicht stressen. Du kannst dann zum Beispiel jetzt irgendwann sagen, alles klar, ich fahre hier rein. Oder wenn vor dem LKW noch eine Lücke ist, nimmst du halt die. Und du hast halt lange Zeit. Bei 300 Metern kommt diese komische Barke da rechts. Siehst du das? Das Blaue? Okay. Und wenn das kommt, kannst du anfangen zu blinken. Genau. Bleib aber bei Geschwindigkeit. Also bremst nicht. Also nicht langsamer werden. Ein bisschen Gas geben eher noch. Dann check nochmal den rechten Spiegel hier. Und dann gehst du einfach rechts rüber. Rätsel, auf wie viel bremst du jetzt? 50. Jo. Nur Kupplung drücken und auf 50 bremsen. Guck auf deinen Tacho und bremst auf 50. Noch ein bisschen stärker. Gut, welcher Gang? Genau. Und alle Füße wieder loslassen. Safe. Wir fahren jetzt gleich an der Ampel links. Check direkt. Genau. Und Blinker. Stress dich nicht. Guck mal, man ist von der Autobahn jetzt so schnell. Ja. Bremst eher so gut runter, dass du die Kurve locker kriegst. Genau. Ja. Gut. Dann fahren wir direkt wieder Richtung Hannover. Check mal Spiegel. Gut, nicht so stark beeilen. Mach locker in der Kurve hier.
nicht wohlfühlst. Check nochmal links ab. Gut. Jetzt kannst du ein bisschen beschleunigen. Wenigstens so, dass du einfach nur in den dritten Gang kommst. Das ist so das Einfache, was du machen musst. Brauchst du nicht beeilen, aber mach einfach. Du kannst das auch jetzt machen. Kann ich das jetzt nach der Kurve machen? Das ist nicht so gut. Weil du musst nach der Kurve versuchen. Wie? Ja, probier, mach's. Es geht. Probier aus. Kupplung und dritte Gang. Probier. Genau. So. Und wieder Gas geben. Weil du brauchst jetzt Power. Ja. Verstehst du? Und wenn du jetzt schaltest, hast du keine. Beobachte den, nimm Gas weg ein bisschen. Dann zieht er vorbei. Dann machst du einen Seitenblick und dann gehst du rein. Jetzt gibst du ein bisschen Gas. Fertig. Blick aus. Wenn du gewollt hättest, hättest du auch Vollgas geben können. Dann wärst du vor ihm reingekommen. Ich weiß. Deswegen habe ich dir die Option auch erstmal nicht aufgezählt. Ja? Gut, jetzt bist du im dritten Gang, bist jetzt hier drauf. Und jetzt wieder in Ruhe in den fünften gehen. Oder in den sechsten, kannst auch direkt gehen. Wenn du beabsichtigst, ihn zu bauen, blink erstmal. Und dann beobachte, was passiert. Beobachte das in Ruhe. Wenn du sagst, ach, passt ja locker, dann gehst du vorbei. Aber genau, bleib ein bisschen am Gas. Erstmal ein bisschen Gas geben. Ja, ich helfe dir mal ein bisschen, weil sonst haut der ab, weißt du, da vorne. Also deine Idee ist gut. Du darfst nur nicht langsamer werden. Das kannst du dann hier nicht machen. Beobachte weiter. Da ist genug Platz und jetzt gehst du rüber. Genau. Blick halt aus und Gas geben ein bisschen. Du darfst nicht. Also aber das ist so ein Kopfding. Man konzentriert sich so da drauf und automatisch lässt man den Fuß so ein bisschen los. Da musst du dich einfach nur darauf konzentrieren, dass du da straight bleibst. Blink einfach. Guck, was passiert. Vielleicht lassen die dich rein, wenn nicht, nicht. Guck mal, was passiert. Blinker aus und Gas. Und der Prüfer beobachtet, was du machst. Wenn du da blinkst, super, dann sieht er, du willst das machen. Wenn das klappt, cool. Wenn nicht, auch gut. Du hast es probiert. Okay. Aber wenn du nichts machst und bleibst einfach dahinter, dann sieht er halt nicht, dass du es kannst und dann gibt es auch keinen Schein. Hm. Siehst du da vorne den Autotransport? Ja. Gut. Dann werden wir ziemlich wahrscheinlich überholen irgendwann. Und jetzt beobachte einfach. Bleib am Gas. Du musst Gas geben. Genau. Lässt er mich nicht. Nee, der lässt dich nicht. Beobachte das. Das heißt, der kommt immer näher. Jetzt lässt er dich. Jetzt musst du den Seitenblick. Genau. Gut. Korrekt. Hast du gesehen, er hat aber ganz schön lange gewartet. Ne? Ja. Er ist so schneller, näher. Und irgendwann ist er stehen geblieben. Ja. Und wenn die ihre Position halten, ist das dein Signal, dass du rüber kannst. Mehr machen die nicht. Manchmal machen die noch eine Lichthupe, aber das ist eher selten auf der Autobahn. Das machen die eher, wenn die Bock haben zu ballern. Guck mal, wenn der jetzt vorbei ist, kannst du danach in Ruhe, bleib am Gas, nicht langsamer werden, nur Blinker rechts. Guck, wenn du ihn von vorne siehst, den LKW, dann gehst du rechts rüber. Aber der fährt. Okay, dann. Überhole ihn, wenn du möchtest. Ist auch kein Ding. Hast du schon richtig erkannt? Weil wenn du rübergegangen wärst, wäre der Abstand nicht mehr gut gewesen, ne? Ja. So, guck wieder in den Innenspiegel, ob du ihn da sehen kannst. Ja. Genau. Bitte jetzt. Blick nochmal. Genau. Und dann geh mal ganz rechts rüber. Ganz rechts. Genau. Wir machen jetzt hier voll professionell Hardcore-Spurwechsel. Korrekt, blick mal wieder aus. Und weil wir es richtig drauf haben, wechseln wir jetzt wieder links rüber. Spiegelcheck. Okay. Zack, Seitenblick. Korrekt. Ich glaub, das passt. Ja. Blick mal wieder aus und guck in den Innenspiegel mal, um dich zu vergewissern, wie viel Abstand da noch ist. Ja. Oh, voll Manöver hier. Ja. So schlimm ist es. Nee, ne? Am Anfang hat man mehr Paranoia davor, ja, weil man sich denkt so, oh, was geht, oder? Aber so ist der ganz cool. Guck mal, der vor dir, der blinkt die ganze Zeit, siehst du das? Der wird die Lücke nutzen und fährt da rein. Genau. Entweder du rechnest damit, lässt ihm Platz, bleibst jetzt chillig. Oder du guckst, ob man überholen kann. Aber schau mal, jetzt 80 bei Nässe, siehst du das? Ja. Ich würde behaupten, heute ist ein bisschen nass. Ja, dann ist es okay, wenn du hier bleibst. Aber fahr ruhig 85, ja, weil sonst wird das alles spannend mit denen. Hier sind die 80 auch wieder vorbei.
Jetzt drück mal richtig Vollgas einmal. Weil im fünften oder im sechsten Gang kommt jetzt nicht mehr so viel. Merkst du das? Selbst wenn man denkt so, oh, es kommt nichts. Okay. Tilde. Ich will. Ja. Der Proband überholt eigenständig. Gut. Warte, den überhole ich dann direkt auch noch. Ah ja, klar, ich habe Zeit auf jeden Fall. Kein Ding. Gut, nein, ist gut so. Weil jetzt erkennst du ja auch, dass es keinen Sinn macht, kurz rüber zu fahren, wieder rauszufahren. Ist keiner hinter dir, der drängelt. Also warum sollst du das machen? Bleib mich am Gas, weil es auch bergauf geht. Check wieder. Genau. Alles gut. Schön locker. Aber, ja. Weil der Audi gesehen hat, dass du geblinkt hast, weiß er, dass du drüber gehst und dann bleibt er auch am Gas. Der wechselt nicht hier rüber, beobachte das einfach. Oh, ich helfe dir, alles gut. Und bremse wieder los, genau. Darf man mir sowas helfen? Emotionen! Also wenn dieses Video nicht offiziell ein Video wäre, würde ich sagen, Greta, tu, was du nicht lassen kannst. Okay. Aber da ich pädagogische Sorgfaltspflicht habe, würde ich sagen, natürlich darf man nicht hupen. Okay. Ja. Es hat jemand einen Fehler gemacht. Und, wann darf man denn eigentlich hupen? Warte, erstmal wechseln wir kurz rechts rüber.